Yo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ratchet Gladiator. Ja, schön, dass ihr wieder mal vorbeigeschaltet habt. Und zwar befinden wir uns auf einer illegalen Kampfarena namens Dread Zone. Das ist nämlich auch eine Kampfshow. Der Besitzer und Treiber heißt Kleeman Vox. Der leitet das ganze Spiel und wir sind leider gezwungen, die Kampfarena durchzukämpfen, bis wir sterben. Das ist natürlich nicht so toll. Aber wir müssen jetzt erstmal auf einen neuen Planeten hinreisen, um ja die Arena weiterzumachen. Muni habe ich ja schon voll gemacht. Hier ist noch eine Waffe, die kostet aber über 15.000 Bolt. Aber ich kann mir schon die Omega-Mod, also die Säure-Modifikation, leisten, aber das möchte ich noch nicht. Okay, Leute, ich würde sagen, wir machen direkt mal weiter. Zu Raumtransporter betreten. So, da haben wir Katachrom 4. In dieser Dreadzone-Herausforderung muss sich unser Held seinen Weg zur Katachrom-Bestattungskuppel bahnen. Angeblich wird dieser Ort ja von Robo-Zombies heimgesucht. Alles klar. So, Planeten wechseln, ja. Katachrom 4. Ist das nicht ein wunderschöner Tag auf Katachrom 4, Juanita? Und hier startet die neue Dreadzone-Saison. Ganz genau, Dallas. Und von hier oben können wir die gesamte Action verfolgen. Von hier oben sehen die Dreadzone-Schlachtfelder dieser Saison noch größer und tödlicher aus als je zuvor. Da ist es doch komisch, dass sich immer noch Kandidaten melden, findest du nicht? Ja. Der Pox-Bautrupp hat sich diesmal selbst übertroffen und diesen ehemaligen Robo-Friedhof zu einem tödlichen Dreadzone-Schlachtfeld gemacht. Und jetzt kommt auch schon unser erster Kandidat. Oh je, das sieht ja gar nicht gut aus. Dieser Kandidat wird scheußlich enden. Ich hoffe, Sie sind nicht zimperlich, liebe Zuschauer. Ratchets erste Aufgabe ist ziemlich leicht, Juanita. Er muss nur die andere Seite dieses Passes erreichen. Alles klar. Ja, und jetzt geht die Show wieder mal so richtig actionhaft weiter. So, komm. So, Doppelviper. Geh kaputt. Lauf, Ratchet, lauf! Perfekt. Okay, das läuft ja ziemlich gut. Aha. Bringen dir automatisch Upgrades für deine Dreadzone-Waffen und einen erhöhten maximalen Nanotech-Level ein. Jo, und schon haben wir die erste Herausforderung beendet. Sehr schön. Auf ihrem Weg zur Katachrom-Begräbniskuppel wird das Darkstar-Team den sogenannten Abgrund des endlosen Falls und unausweichlichen Todes überqueren müssen. In dem unwahrscheinlichen Fall, dass sie es überleben, werden sie die Kontrolle über den großen, bösen und stämmigen, laufenden Panzer übernehmen müssen, den man den Landhirscher nennt. Viel Glück, Kinder! Alles klar. So, der hat etwas Neues, und zwar den Holo-Schildwerfer. Kostet 20.000 Bolts. Ach du meine Fresse. Du musst alle drei Knotenpunkte einnehmen, um die Brücke auszufahren. Alles klar, Clank. So, das Beste ist, die Roboter können auch die Boltkurve betätigen. Oh je, das sind anscheinend die Robo-Zombies. Du
So, verzieht euch. Manchmal denke ich, ich hätte das Angebot von Zerstöre deine Welt annehmen sollen. Da gibt es viel Urlaubsgeld. Hey, er hat gerade Zerstöre deine Welt erwähnt. Das Ganze kennen wir ja schon bereits aus dem dritten Teil. Ja, das war sowas ähnliches wie Dread Zone. Man musste eine tödliche Hindernisparcours überstehen. Da gab es ja auch dann so eine Kampfarena. Du kannst deine Karte jederzeit erweitern, um dir einen besseren Überblick zu verschaffen. Alter, es kommen hier immer weitere. So, komm. Ich denke, wir müssen mal hier lang. Verzieht euch! Ratchet, laut Redzone-Regeln sind Gegner auf dem Radar rot markiert, Verbündete grün. Herausforderungsziele erscheinen blau. Ja, das hätte ich doch nicht gedacht, ne? Da wäre ich auf mein ganzes Leben nie gekommen. So, Attacke! Komm, mach es kaputt! Perfekt. Ich dachte schon, sie fragen nie. Okay, dann weiter geht's. Wow, wow. Ey, das war gerade nicht nett. Aber hier ist Nanotech. So, einfach ignorieren. Ich gehe einfach weiter. Ratchet, du kannst deine Karte jederzeit erweitern, um dir einen besseren Überblick zu verschaffen. Ja, aber ich möchte es nicht. Ist das? Benutze den Schwunghaken, um den Abgrund zu überwinden. So, Moment. Ist hier irgendwo Nanotech? Nope. Alles klar. Manchmal denke ich, ich hätte das Angebot von Zerstöre deine Welt annehmen sollen. Da gibt es viel Urlaubsgeld. Anscheinend bei Dreadstone gibt es hier kein Urlaubsgeld. Wer hätte das gedacht? Ratchet hat den Landwirscher gefunden. Ja, und damit haben wir auch die zweite Herausforderung beendet. Dieser geländegängige Mech der Zerstörung wird mit Vollausstattung geliefert. Servolenkung, Klimaanlage, riesengroße Getränkehalter und genügend Plasmamörser, um ein kleines Sternsystem zu zerstören. Das Darkstar-Team geht schließlich nicht auf eine Sonntagsfahrt, Leute. Es sprengt sich ein Weg ins Zentrum der Katastrophe-Gräfniskuppe. Ratchet, du musst die Mörser des Landwirschers benutzen, um diese Quasarkugel zu zerstören. Das sollte den Weg frei machen. Alles klar. So, da kommt ihr fiesen Robo. Feinde. Ratchet, du musst die Mörser des Landwirschers benutzen, um diese Quasarkugel zu zerstören. Das sollte den Weg frei machen. Manchmal
denn sie, ich hätte das Angebot von Zerstöre deine Welt annehmen sollen. Da gibt es viel Urlaubsgeld. Ja, wir haben schon probiert. Das Darkstar-Team nimmt alles auseinander. Und das war jetzt die Herausforderung Nummer 3. Ja, das ging diesmal schnell. Wir lieben dieses Blutbad, Leute. Aber jetzt ist die Zeit reif für den Showdown in der Katakomben-Begräbniskuppel. Es ist kaum auszusprechen, was innerhalb dieser Mauern lauert. Ratchet, du musst all deine Gegner besiegen, wenn du diese Runde beenden willst. Andere Worte, bleib am Leben. Sie kommen aus dem Boden. So, besiege die Robo-Zombies und ich habe die Magma-Kanone auf Level 2. Perfekt. Box hat seine Waffen so konzipiert, dass sie während des Einsatzes Erfahrung sammeln und so aufgerüstet werden können. Aufgerüstete Waffen richten nicht nur mehr Schaden an, sie können auch modifiziert werden. So, dann kommt her, ihr Biester. Denke ich, ich hätte das Angebot von Zerstöre deine Welt annehmen sollen. Da gibt es viel Urlaubsgeld. Ja, guck, ich hab's kapiert. Du wirst nicht so viel bezahlt. Wir haben jetzt die Kampagne abgeschlossen. Meine Güte, ist das so schwer, das auszusprechen. Jeder Planet hat eine Reihe von Kampagnen, die du gewinnen musst. Es gibt aber auch zusätzliche Dread-Herausforderungen, die du für Ruhm und Reichtum annehmen kannst. Ja, tatsächlich. Und eins muss ich auch noch was sagen. Man wird eigentlich auch gezwungen, dass man hier die Dread-Herausforderung machen muss, weil sonst kommen wir nicht weiter. Aber erstmal möchte ich erstmal zurückgehen. Um bei Dreadzone Erfolg zu haben, musst du Dread-Punkte verdienen. Mit steigendem Rang erhältst du Zugang zu neuen Planeten und Kampagnen. Sind sie einmal freigeschaltet, können Herausforderungen in beliebiger Reihenfolge abgeschlossen werden. Ganz genau. Zum Beispiel hier Saratos wäre das nächste Planet. Ist natürlich auch gesperrt. So, ich würde sagen, wir kehren erstmal zur Dreadzone-Basis zurück. Dreadzone-Basis. So, da sind wir erstmal wieder. So, Waffen. Erstmal vormachen. So, B6 Tilger oder den Holoschildwerfer. Ich glaube, ich nehme erstmal die Säuremodifikation. Und dann nehme ich den B6 Tilger. Ist auch eine echt geile Waffe.
zurück. Dies ist die Waffenanzeige. Hier kannst du jede deiner Waffen auswählen und sie modifizieren. Wähle eine Waffe zum Modifizieren aus und drücke dann die X-Taste. Oben auf dem Bildschirm werden die verfügbaren Waffen angezeigt. Darunter die Eigenschaften der Waffen. Jede Waffe kann mit einer mächtigen Omega-Modifikation versehen werden. Diese Schwarzmarkt-Upgrades richten massiven Schaden an. Wähle die Omega-Modifikation und drücke die X-Taste. Die Liste verfügbarer Omega-Modifikationen wird nun angezeigt. Ja, so, Omega. Wähle eine für die Waffe verfügbaren Omega-Modifikationen aus und drücke die X-Taste, um sie vorzunehmen. Okay, was ist das? Alpha-Mod? Munitionsmodifikation. Steigert die Munition. Okay, das haben wir noch nicht. Okay. Ja, äußerst sehr praktisch. Damit habe ich auch schon eine neue Waffe geholt. Das ist jetzt die B6 Tilga. Die kann ich jetzt nicht zeigen, weil hier kann man irgendwie keine Waffe auswählen, wenn wir hier auf diesem Gebiet sind. So, was ist hier? Rangaktzeichen benutzen? Nee. Zu Killerkuppel fliegen. Nee, das wollen wir nicht. Wir brauchen ja Dread-Punkte. So, hast du aber etwas Neues für uns? Royal Lackfarbe. Können wir die auch nehmen? Wie cool ist das denn? So, Dread Song. So, das sind erstmal die Köpfe. Okay. Ja, gibt's doch nichts Neues. Aber glaubt mir, Leute, später. Ja, das ist es auch. Ist viel zu brutal. Ja. Okay, Leute. Ich würde sagen, wir machen erstmal eine Dread-Herausforderung. So, Katakomben 4. So, Hoverbike, Turvaboard, Zerstörungsderby. Monumente des Todes. Oh, das sind ja drei Herausforderungen. Ja, ich würde sagen, wir machen erstmal Zerstörungsderby. Katakomben 4. Es ist Zeit, den Landhirscher zu besteigen. Erledige so viele Feinde wie möglich. Ja, 56 ist das Ziel. Wenn ich das schaffe, ey. Das wird knapp. Alles klar. Oh, wir haben schon 42. Ah, das wird dann knapp. Hey, wir haben es geschafft. Das ist perfekt, meine lieben Freunde. Einfach zu perfekt. Jetzt haben wir noch Monumente des Todes. Du musst sie auf dem Schlachtfeld verteidigen, Statuen zerstören. Jede Statue wird jedoch von Robozombies bewacht. Ja, okay, ich würde sagen, das machen wir. Und was ist das? Überquere das alte Schlachtfeld und bete um dein Leben. Sammle Kontrollpunkte ein, um die Zeit zu verschaffen und zu gewinnen. Alles klar. Dies ist ein Dreadzone-Klassiker. Ja, nein, das wollte ich nicht kaufen. Wir müssen drei uralte Statuen zerstören und das in ein paar Minuten. Ihr werdet es lieben. Okay, drei Statuen. Na komm, macht. Platziere es. So, erste Statue ist schon mal kaputt. Statue.
hier drüben. Alter Schwede, hier, das. So, wo jetzt, hier lang? Okay, aha. Ach, hier ist es. Da müssen wir hier lang. Jammer, Doppelviper Level 2. Ich habe gute Neuigkeiten. In jedem Waffen-Upgrade wird ein neuer Alpha-Modifikationsplatz an mir frei. Alles klar. Och, du mein. Ja, aber viele. So, da haben wir auch die nächste Herausforderung schon beendet. Gut, dann heißt es, wir können ja noch die letzte Dread Zone Herausforderung beenden. Oder besser gesagt machen. So genau, Hoverbike Turbo. Ratchet rennt gegen die Uhr. Jeder Kontrollpunkt, den er passiert, bringt ihm einige extra Sekunden. Darkstar Team, bereit zum Rennen! Ach ja, ich erinnere mich, das war so ein Kack. Ach, das wäre gerade auch nicht so einfach. Perfekt. Somit haben wir jetzt auch alle Dread Zone Punkte oder was gesagt, Dread Zone Herausforderungen beendet. Und wir haben nämlich einen Zarathos freigeschaltet. Perfekt. Dein Dread Zone Status gibt dir nun Zugang zum Planeten Zarathos. Ja, aber das Ganze machen wir jetzt in den nächsten Part. Ich würde sagen, wir fliegen zurück zu der Dreadzone Basis und dann in der nächsten Folge machen wir dann weiter mit Zarathos. Ich greife dich mit dem Spinnenpanzer an, Powerstufe 5! Ich wäre mit Rasen-Ninjas der Stufe 6 ab. Idiot, du läufst direkt in meine Falle. Du bist exterminiert. Nein, 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 nein. Super, Reaktor, schlag einmal. Freut euch auf die Exterminator-Sammelkarten, Kinder. Hier, Reaktor. Shellshock, der Ausschlachter. Und euer Lieblingsexterminator, Ace Hardline. Sammelt sie und exterminiert noch heute eure Freunde. Dreadzone Basis. Ja.
Ja, das war gerade auch eine sehr interessante Zwischensequenz. Hier geht es diesmal um Sammelkarten, was ich auch ziemlich sehr witzig finde. Naja, okay Leute, wie gesagt, ich werde jetzt auch hier die Folge beenden. Ich hoffe, ihr hättet natürlich wieder euren Spaß gehabt, um diese Folge zu gucken. Wie gesagt, in der nächsten Folge machen wir dann weiter mit dem Planeten Zaratos. Ich denke, das Gleiche wird dann das auch passieren. Ich muss dann natürlich auch gucken, ob ich das auch mit der Dreadzone Herausforderung machen werde, weil einige sind es einfach nur Zeitverschwendung, um weiterzukommen. Deswegen frage ich mich eigentlich, ob ich die eigentlich offscreen machen soll. Naja, mal schauen. Aber ich hoffe wirklich, ihr habt euren Spaß gehabt. Ja gut, wir hatten jetzt auch nicht so viele Zwischensequenzen gehabt, aber kommt schon, Leute. Es geht ja auch eigentlich ums Spielen und natürlich auch um die Story. Naja, okay, Leute. Ich sage danke fürs Zuschauen, danke fürs Vorbeischauen und ich würde sagen, wir sehen uns das Ganze in der nächsten Folge hier bei Ratchet Gladiator. Mach's gut, meine lieben Freunde. Tschüss.